Hallo zusammen, wir basteln heute Jonglierbälle. Um Jonglierbälle zu basteln, braucht ihr wirklich nicht viel. Ihr braucht eine Plastikflasche, eine leere, etwas Sand, so ungefähr 90 Gramm, das könnt ihr mit einer Küchenwaage abmessen. Das ist so für 8- bis 10-Jährige okay, aber ihr könnt natürlich auch mehr Sand oder weniger Sand nehmen, wenn ihr größere oder kleinere Bälle haben wollt. Dazu braucht ihr noch ein paar Luftballons und eine Schere. Was ihr jetzt macht, ist, ihr stellt den Trichter auf eure Plastikflasche und füllt euren Sand in die Plastikflasche hinein. So. Jetzt nehmt ihr den Trichter, könnt ihr weglegen und nehmt einen von euren Ballons. Den pustet ihr jetzt so ein bisschen auf, damit er sich so ein bisschen weitet. Und lasst jetzt langsam die Luft raus. So, jetzt schneidet ihr von eurem Ballon da ganz oben das oberste Stück ab. So. Und jetzt stülpt ihr euren Ballon über die Plastikflasche, in der der Sand drin ist, drüber. So. Und füllt den Sand in euren Ballon rein. Wenn ihr hier oben ein bisschen drückt, dann geht der Sand ein bisschen besser in den Ballon hinein. So. Wenn der ganze Sand im Ballon drin ist, könnt ihr den Ballon wieder von eurer Plastikflasche abnehmen. So. Jetzt könnt ihr den so ein bisschen in Form drücken und zieht das Ganze und knotet euren Ballon zu. So. Jetzt habt ihr einen zugeknoteten Ballon. Nehmt einen anderen Ballon von euch und schneidet hier ein großes Stück ab. Jetzt nehmt ihr das, was ihr abgeschnitten habt, und stülpt es über euren Ballon mit dem Sand drinne drüber. Am besten so, dass man das, den Knubbel beim Zugeknoteten nicht mehr sehen kann. Könnt ihr so ein bisschen in Form bringen jetzt. So. Jetzt nehmt ihr euren dritten Ballon. Bei dem ist es jetzt wichtig, dass ihr die richtige Farbe nehmt, die Farbe, die ihr nämlich haben wollt, weil der wird am Ende außen sein. Ihr schneidet hier wieder großzügig was ab. Und stülpt diesen dritten Ballon über eure anderen beiden. So. Und fertig ist euer erster Jonglierball. Da könnt ihr dann noch einen zweiten und einen dritten zum Jonglieren machen. Viel Spaß!